Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir auch mal ein Skewdo gegen, was weiß ich, Nitrix. So, ist mir jetzt egal. Ich bin abgefuckt und ich möchte mich über was aufregen innerhalb eines kleinen Videos. Es geht heute um das Video von Omanok. Ihr habt es sicherlich alle gesehen, die in der WW-Szene relativ aktiv sind. Ace hat auch ein Video darüber hochgeladen und es regt mich einfach alles nur noch auf, ja. Es wird behauptet, Betzke sei Entenskills. Sie haben nicht mal denselben Tisch. Sie haben vielleicht denselben Akzent oder den ähnlichen Akzent miteinander, diesen russischen, ja. Aber das war's auch. Und da zu behaupten, dass Betzke Entenskills sei. Allein das schon, ja. Okay. Bevor ich alles überstürze, schaut bei 3.45 und vergleicht die Aussage mit die Aussage, in Anführungszeichen, das sind jetzt keine Beweise, in Anführungszeichen, mit dem Titel in eckigen Klammern gesetzt, wo steht, mit Beweisen. Was ist das, Omanok? Ich meine, möchtest du mich verarschen? Möchtest du deine Zuschauer verarschen? Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Das Video hier wurde übrigens vor dem Hype gedreht. Ich denke mal, und wer das. Ich sehe es voraus, dass das hier ein bisschen im Hype sein wird, das Thema. Ace wird auch noch ein Video drüber machen. Grüße an ihn. Ich werde Ace-Video, Omanoks Video, ja, und Betzke und Entenskills-Kanäle mal verlinken. Dann könnt ihr euch eine eigene Meinung drüber bilden. Es regt mich alles nur noch auf, wie hier behauptet wird. Ja, das ist, alles es beruht auf wahren Fakten, ja. Betzke und Entenskills sind dieselben Personen. Ja, ja, bla, bla, bla. Pipapo. Er hat irgendeine Maus von Rocket, ja? Ja, die Mad Cats Red 7. Nein, nicht nur irgendeine Maus. Richtig, die Mad Cats Red 7 hat damals jeder benutzt. Wieso sollte es dann ein handfester Beweis sein, dass Entenskills und Betzke dieselben Personen sind, nur weil sie beide Red 7 benutzen? Die Red 7 ist eine sehr gehypte Maus in der BW-Szene. Und ich frage mich in diesem Moment, warum sollte man dieselbe Maus nicht benutzen dürfen? Wow, okay, ich benutze die Razer Deathadder Elite, der Z-Hype auch. Deswegen bin ich Z-Hype. Ja moin, ist ja nicht so, als gäbe es diese Mäuse zum Verkauf. Das sind ja keine privaten Anfertigungen. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Unterstützt ihr meine Meinung? Schreibt Hashtag Meinung Feuerstein in die Kommentare. Unterstützt ihr die Meinung von Omanok? Schreibt Hashtag Meinung Omanok in die Kommentare. Ja, und damit geht es zum weiteren Spiegelpunkt. Ja, und zwar, haben sie beide denselben Tisch? Wird gesagt im Video. Nein, haben sie nicht. Junge, er blendet die Tische ein im Video. Ja, er blendet die Tische ein, sagt, das sind die sind ähnlich, die Tische. Die haben ein fucking verschiedenes Profil. Im einen sieht man einen glatten Tisch im einen Bild. Bei der anderen Handcam, die von Betzke ist, also die von Betzke hat einen glatten Tisch. Die von Entenskills hat ein holziges Profil mit einer helleren Holzfarbe. Ja, ich meine, es ist alles ein bisschen uncut jetzt. Nicht wundern, es ist jetzt nicht auf Gameplay bezogen. Ja, ich verstehe nicht, wieso man die Leute anlügt. In einem Video. Es ist für mich unverständlich. Ich lüge auch keine Leute an, nur um Busy-Klicks zu generieren, weil man aus dem Hype draußen ist. Ja, Omanok, ist es nicht böse gemeint. Ich feiere dich. Ich feiere auch Betzke. Endskills habe ich nicht so gefeiert. Und jetzt kommen wir auch zum dritten. Keine Ahnung, tausendsten Punkt. Es gibt so viele Beweise, ihr wollt es nicht. Ich kann es nicht mehr zählen. Leute, Leute, es ist einfach so. Betzke hat vielleicht den Akzent. Ja, der Tisch ist nicht gleich. Die Maus ist gleich. Wow, die Maus hat jeder. Ich habe die Razer der Elite, welche übrigens hervorragend zum Jittern und Butterfly ist nicht zum Mausabusen. So, die Rocket Cone XLD ist hervorragend fürs Mausabusen geeignet. Entenskills, soweit ich weiß, hat nicht viel mit Mausabuse am Hut gehabt, beziehungsweise vielleicht hatte er viel am Hut mit Mausabuse, aber er hat nicht mit Betzke. Er hat jetzt nicht, wie im Gegensatz zu Betzke hatte, also sag ich mal, in Person von Betzke hat er nicht so damit geprahlt, also so, ja hier, guck mal, mein Inklein-Gott-Bridge, er war schon relativ gut, meiner Meinung nach. Entenskills war auch eine bekanntere Person in der Szene eine Zeit lang, wo er gehypt wurde, möchte ich gar nicht in Frage stellen. Das am auffälligsten hier vorkommende von diesem ganzen Thema, ja, ist einfach, wenn ihr mal die Videos von den beiden guckt, dann seht ihr, Betzke hat, ich würde mal jetzt so schätzen, ja, 70, 80 FPS maximal. Ich glaube, es sind sogar 50 oder 60. Ich schätze mal so 60, wenn ich mal überlege, ja. Und Entenskills hat bis zu 900 oder mal bis zu 1100 FPS gehabt. In diesem Moment, Omanok, frage ich mich, und auch Ace, wie kann man sowas glauben? Ist das nur, um die Klicks zu generieren? Oder worum geht es hier? Man lügt die Zuschauer, sorry Snapchat, man lügt die Zuschauer dreist an mit einer Sache, wo man nicht mal selbst der Meinung ist, dass es so ist, sondern einfach nur, um die Klicks zu generieren. Und das ist mir halt ein bisschen suspekt, wieso sollte sowas geschehen. Ja klar, mir sind Klicks auch extrem wichtig und ich tue auch vieles für die Klicks, ja. Aber ich lüge nicht in Titeln oder in Videos, in kompletten Videos lüge ich nicht drum, nur um etwas Aufmerksamkeit zu bekommen und um wieder in diesen Hype zu kommen. Wieso habe ich zweimal getötet und mal weiß? Es ist für mich einfach suspekt und es nervt mich. Mich persönlich nervt dieses Thema sehr, ja.
Und es ist nicht böse gemeint, es ist kein Hate an irgendwen, ja. Und damit würde ich einfach sagen, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet euch eine Meinung von mir ein bisschen beimischen. Bildet euch bitte aber eure eigene Meinung und flamet nicht bei den jeweiligen YouTubern, die in diesem Video genannt wurden, rum. Ich würde einfach sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen konstruktiven Kommentar freuen. Und viel Spaß bei den Videos, die jetzt kommen werden wahrscheinlich. Und haut rein. Hab euch lieb.